Hallo zusammen. Ich möchte mal wieder ein Zitat vorlesen. Dieses Zitat ist mir so wieder zugefallen und ich finde das sehr interessant, denn dieses Zitat zeigt mal wieder, dass wir uns oft in diese ja, Spiritualität oder in diese Persönlichkeitsentwicklung, in diese Selbstfindung verstricken. Und das Ego auf eine gewisse Art und Weise wieder zur Hintertür reinkommt oder zurückkommt. Da hatte ich schon mal ganz früh ein Video drüber gemacht. Und je mehr wir denken, dass wir an uns selbst arbeiten, desto mehr denken wir auch, dass wir einen gewissen Eindruck nach außen haben, eine gewisse Fähigkeit, sozial zu interagieren. Und dann tritt durch die Hintertür wieder so ein Selbstbild hinein. Und wir nehmen wieder an, was andere von uns denken und wie wir wirken. Und das torpediert wieder diese ganze Entwicklung. Und manchmal fallen einem so Zitate zu wie dieses hier, die einen wieder erinnern, loszulassen, wieder seinen ganz eigenen individuellen Weg zu gehen. Und das war jetzt so ein Zitat und deswegen möchte ich es mal zum Besten geben. Es heißt, die sieben Zeichen des inneren Erwachens. Fragst du dich manchmal, ob und wann du bereit bist, geistig, spirituell zu erwachen? Da fehlt doch noch etwas. Warum kommst du vermeintlich nicht voran? Es gibt einige gute Hinweise, die dir zeigen, ob deine Bereitschaft ehrlich ist. Erstens, das Erwachen ist dir das Allerwichtigste, nicht die Techniken, Inhalte, Abzeichen, Urkunden, Nachweise. Freude hinter der Bewusstseinserweiterung. Das heißt, du strebst nicht danach, irgendwelche Seminare zu besuchen oder Anerkennung für dein tolles, erwachtes Bewusstsein zu haben oder Anerkennung dafür, dass du ja überhaupt, ja, dir egal ist, was andere von dir denken und es ist so toll. Das ist wieder das Ego durch die Hintertür. Sondern du hast Freude an dem Prozess selbst, ohne es jemand anderem auf die Nase binden zu wollen. Und dir sind auch keine Nachweise wichtig, auch für dich selbst nicht. Du findest es auch, dir ist es auch nicht wichtig für dich selbst für dich daheim gut zu fühlen, wenn du denkst, wow, bin ich ein toller Hecht, habe ich wieder tolle Sachen hinbekommen oder das toll hinbekommen oder war wieder toll bewusst heute oder streite mich nicht da, wo andere sich sofort streiten. Das ist wieder diese Selbstbeweihräucherung, wo das Ego wieder ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise nach hinten durch die Hintertür wieder reinkommt. Zweitens. Du wirst ehrlicher und offener mit dir selbst und dadurch auch mit anderen. Dabei spielt das eigene Leiden eine große Rolle, denn niemand kommt ohne Leiden auf die Suche. Leiden ist somit einer der häufigsten Motorenantriebe. Ja, das heißt, du erkennst auch, dass das Leiden einfach dazugehört, dass das quasi Teil des Prozesses ist und dass man das nicht ausmerzen kann und dass man das auch nicht ausmerzen kann, indem man einfach noch bewusster wird und dann am Ende sozusagen Leiden ganz verschwindet. Das passiert nie. Leiden gehört zum Prozess dazu und Leiden ist der Antrieb, ja, der Motor für dieses Erwachen, für dieses immer wieder Erkennen, dass man auf dem falschen Weg ist, für das immer wieder Erkennen, dass das Ego durch die Hintertür reingekommen ist. Und deswegen erkennt man, dass Leiden dazugehört und nimmt es auch an, ja, versucht es nicht wegzudrücken. Drittens, du hast den Willen, nicht mehr leiden zu wollen, du willst das Loslassen annehmen. Trotzdem hast du im Endeffekt den Willen, dieses Leiden wegzu, nicht drücken, sondern es weniger werden zu lassen. Du erkennst, dass das sinnlose Leiden, diese Kleinigkeiten im Alltag, die dich leiden lassen, nicht das ist, was dich weiterbringt, sondern du erkennst das richtige Leiden. Also wenn wirklich etwas kommt, das dich herausfordert, dann erkennst du das auch als solches an und nutzt es als Motor für deinen Antrieb. Du integrierst das Leiden sozusagen. Du willst aber trotzdem von diesem Leiden wegkommen, von diesem sinnlosen, alltäglichen Leiden. Und erkennst es als alltägliches, sinnloses Leiden und lässt es dann von alleine gehen. Also du drückst es nicht weg, wenn es da ist, nimmst du es an, aber du erkennst es trotzdem als eine andere Art von Leiden. Viertens, du flüchtest dich nicht mehr und akzeptierst die Gegenwart und das, was ist. Ja, du flüchtest nicht mehr irgendwo hin oder willst durch diese Spiritualität, muss auch nicht die Spiritualität sein, durch beruflichen Erfolg oder eine tolle Freundin oder tolle Freunde,
oder soziale Anerkennung, vielleicht auch sogar in den sozialen Medien, willst dann nicht irgendwohin irgendwas erreichen, sondern du akzeptierst die Gegenwart und was jetzt einfach ist, mit allem Drum und Dran, mit jedem Scheiß, mit allen tollen Sachen, du akzeptierst es einfach und siehst es als Teil des Prozesses, dass du das akzeptierst. Alles andere führt dich aus dem jetzigen Moment weg und somit auch weg von der Gegenwart, der Spiritualität, des Einfühlungsvermögens und der Liebe. Denn das, all das kann nur im Jetzt passieren und stattfinden. Fünftens, erreichte Meilensteine, gelernte Techniken und so weiter verlieren ihren Reiz, Sinn und Wert. Du erkennst, dass sie nicht das Wahre nach außen bringen, sondern eher das Ego streicheln. Das hat so ein bisschen auch mit dem ersten zu tun. Du erkennst also, dass diese Techniken, diese ganzen Sachen, mehr oder minder dich selbst auf den Weg bringen, der wieder ja, quasi dir auf die Stirn schreibt, ich bin spirituell, ich habe das und das erreicht, die Urkunde an die Wand hängen und sagen, schaut mal da, wie toll ich bin. Und du erkennst das, dass das nichts wert ist, sondern nur das Ego dadurch gestreichelt wird und somit das ja, Erwachen, die Persönlichkeitsentwicklung quasi torpediert wird dadurch. Sechstens, du sehnst dich nach Einfachheit. Je einfacher das Leben, desto einfacher werden die Gesetze des Universums sein. Du erkennst also, dass Einfachheit das ist, was auch die Naturgesetze zu dir bringt. Also damit meine ich, dass wenn das Leben dir ein Signal schickt, dass eine gewisse Phase zu Ende ist oder du neue Dinge ausprobieren sollst, dann sind diese Zeichen oft ganz subtil. Andere Leute würden dann sagen, oh Gott, warum passiert mir das? Ja? Sagen wir mal, du hast einen Unfall oder dein Haus brennt ab oder du verlierst deinen Arbeitsplatz oder deine Freundin verlässt dich. Dann sind das für die einen Schicksalsschläge, warum passiert mir das? Und für die anderen sind es die Zeichen des Lebens, dass eine Phase rum ist und dass man jetzt etwas Neues probieren darf. Und je einfacher man lebt, desto eher erkennt man diese Zeichen. Und je abstrakter man lebt, je mehr verkopft man lebt, je weniger im Hier und Jetzt, desto weniger erkennt man diese Zeichen des Lebens. Und somit auch die Gesetze des Universums. Damit sind eigentlich die Naturgesetze gemeint, meiner Meinung nach. Also auch ganz wichtig, diese Einfachheit wieder zu zelebrieren. Und siebtens und letztens, es gibt für dich im Außen nichts mehr zu finden. Literatur, Workshops und so weiter. Du empfindest alles als zigmalige Wiederholung des immer gleichen endlosen Kreislaufes. Du willst eigentlich weitergehen, in deinen eigenen Schuhen, auf deinem eigenen Weg. Das heißt, du erkennst, dass all das, was dir gesagt wird, all das, was in Workshops, im Internet steht, was andere dir vorleben, dass das nichts mit dir zu tun hat, dass du deinen ganz, ganz eigenen, individuellen Weg gehen kannst und dass dich diese ganzen Wiederholungen, dieses endlose, immer wieder das Gleiche, diese endlosen Streitigkeiten, diese endlosen Dinge langweilen dich irgendwann, weil du erkennst, dass du nur du deinen individuellen Weg gehen kannst und dass nichts von außen, was dir aufgedoktriniert wird oder wo du denkst, du musst dich danach richten, irgendeinen Wert in der Hinsicht hat. Trotzdem machst du alles im Hier und Jetzt und mit Liebe und Einfühlungsvermögen. Und dadurch integrierst du dich automatisch in die Gesellschaft. Denn es soll nicht so klingen, als ob man die von sich wegdrückt und sagt, ich mache jetzt, was ich will, ist mir egal, was die anderen tun, wie die anderen sich dabei fühlen. Wenn man all das mit Liebe, mit Einfühlungsvermögen macht, dann darf man völlig individuell auf sein Gewissen vertrauen. Denn dann integriert sich das automatisch. Denn die Intelligenz des Lebens integriert jemanden, der im Hier und Jetzt lebt, der Einfachheit lebt, der auf die Naturgesetze hört, ganz automatisch. Ja? Dem wird Leiden geschickt zu der Zeit, wo er es braucht. Dem wird Liebe geschickt zu der Zeit, wo er es braucht, wo er es integrieren kann und auch ausstrahlen kann. Und Herausforderungen gehören genauso dazu wie Erfolge, äußerliche Erfolge. Ja? Und auf diese inneren Erfolge sollte man sich auch nichts einbilden. Denn wie gesagt, dadurch kommt oft das Ego wieder zur Hintertür hinein. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.